Das Buch ist eine Mischung aus Reiseführer und aus Kochbuch. Es ist unterteilt in 5 Spaziergänge, die durch ganz unterschiedliche Viertel Londons führen. Und dafür gibt es wunderschön gezeichnete und trotzdem sehr detailgetreue Karten, anhand derer man sich also wirklich auch nicht verlaufen kann. Und auf der anderen Seite gibt es Rezepte. Der Grund dafür ist, dass man nirgendwo auf der ganzen Welt so variantenreich, so gut, so lecker und auch so frisch indisch essen kann wie in London. Hier gibt es die Michelin-ausgezeichneten Restaurants der indischen Küche. Hier gibt es ganz leckere, einfache Imbisse, die sehr gut sind. Hier gibt es lässige Cafés. Und was ich versucht habe in dem Buch, ist die Restaurantrezepte, die ich bekommen habe, die originalen Rezepte, zu adaptieren auf die ganz normale IKEA-Küche für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Das Buch hat auch eine Smartphone-App und die ist natürlich sehr praktisch für unterwegs. Man muss das Handy nur zücken und reinschauen und weiß, wo man ist, wo das nächste Restaurant ist, wo die nächste U-Bahn-Haltestelle ist. Und man kann auch schauen, was die Restaurants so auf der Speisekarte haben und schon mal schauen, worauf man Appetit hat. Die Rezepte auf der App sind eben für zu Hause nachkochbar und geben einen guten Eindruck davon, wie die Küche im Restaurant ist.